Es war der große Tag für alle Fußballfans in Regensburg. Die neue Regensburger Fußballarena wurde mit dem offiziellen Eröffnungsspiel Jahn Regensburg gegen den FC Augsburg eingeweiht. Knapp 15.000 Leute wollten diese Eröffnung im Stadion sehen. Um 18 Uhr öffneten sich die Pforten der Arena. Einige waren hier wegen des Spiels, einige waren aber auch einfach nur neugierig auf das neue Stadion. Und es war die Rückkehr des Markus Weinzierl. Er wurde mit einem riesen Applaus empfangen. Ich bin wirklich begeistert und habe vorher auch schon mir gedacht, das gibt's ja gar nicht, dass du so freundlich hier empfangen bist, habe ich nicht erwartet, weil ich doch irgendwo weggegangen bin. Aber ich habe immer alles gegeben und wenn die Leute das so respektieren und das jetzt auch begeistert verfolgen, denke ich, was wir mit Augsburg gemacht haben die letzten Jahre, dann ist das wunderbar. Hauptsache war natürlich das Spiel gegen den Erstligisten und Europapokalteilnehmer FC Augsburg. Um 20 Uhr wurde angepfiffen. Und viel Luft zu atmen hatten die Regensburger nicht. Bereits in der zweiten Minute nach einem hervorragenden Zusammenspiel von Augsburg hieß es 1:0 für die Gäste. Dann in der 33. Minute pfeift der Schiedsrichter Handelfmeter und wir sehen, das war goldrichtig. Der Jahn also mit der Möglichkeit auszugleichen. Kapitän Markus Palionis einfach zu lässig. Das hätte der Ausgleich sein können. Ganz einfach. Einen Elfmeter kann man verschießen, aber ich glaube nicht so in Art und Weise. Und da kann ich mich nur bei der Mannschaft entschuldigen und bei den Fans. Weil ich glaube, das hat mit dem Verein nichts zu tun, diese Überheblichkeit, die ich da bei diesem Elfmeter an den Tag gelegt habe. Ehrliche Worte von Markus Palionis. In der zweiten Halbzeit erhöht Augsburg dann mit diesem eiskalt versenkten Schuss auf 2:0. Im Gegenzug erhält der Jahn in der 82. Minute eine zweite Elfmeterchance. Dieses Mal ist es Kolja Pusch, der hier nichts anbrennen lässt. Der Jahn konnte gut mithalten, ein Unentschieden wäre in Ordnung gegangen. Gegen diesen Schuss in der 88. Minute von Werner waren sie aber machtlos. Deswegen ein 3:1-Sieg für Augsburg. Ein Eröffnungsspiel mit vielen spannenden Szenen, die Lust auf mehr in diesem Stadion machen.